Das Telegramm, 1 von 2, 15.01.1979. Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander und in seiner Hand hielt er die Nachricht, um die sich alles dreht. Ich versuchte es zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender, fragte ich, aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraph hat es am Morgen einfach ausgespuckt. Mysteriös? Okay, ein Ra-Ding, keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ah, chillig. Keine Eiflaschen übrig. Das Telegramm, 2 von 2. Es ist jetzt auch. Oh ne, ist noch ein Blechtag. Am Rand waren Maßangaben zu erkennen und in der Mitte eine Art Diagramm, das eine Art Maschine darstellte. 97 Seiten waren es. Und alle zeigten sie Komponenten, die wohl ein ganz großes ergeben sollten. War das Telegramm zufällig schon an den falschen Empfänger gekommen? Weiß ich ja jetzt nicht. Spiel speichern. Ja. Spiel gespeichert, okay, nice. Oh, Spitzhacke. You found a sturdy pickaxe. Okay. Das erinnert mich an Resident Evil, da hattest du auch mal diese kleinen Räume mit Schreibmaschinen, wo du speichern konntest. Aber ich mag die Grafiken, wie es aufgebaut ist. 1A. Also wir sind wohl da, wo dieses komische Ding war, wo wir drin waren. Kommen wir da überhaupt rein? Ah, hierfür. Kein Zutritt. Ich gehe erstmal hier durch. Kann ich hier rein? Nee, scheint nicht so. Okay. Aufzug. Vielleicht ist mein Weg hier ra raus hier. Institutsaufzug. Der Aufzug in der großen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie eine Stromzufuhr bekomme, erreiche ich vielleicht die Oberfläche. Ah ja. Ja, habe ich vor, Brudi. Ich hoffe mal, er ist freundlich gesinnt, Digga. Kann ich das hier wegnehmen? Weil ich kann ja crouchen. Zutat platzieren. Erst weitere Zutaten hinzufügen. Okay, wir kriegen genug Batterie. Das ist schon mal gut. Orthoborsäure. Deuteriumoxid. Ammoniak. Und Apatit. Ich nehme mal Apatit. Immer so viel mit, wie ich kann. Ich habe jetzt von allen eins. Aber erstmal speichern. Hier sollte es irgendwo einen Zettel geben, bestimmt, was ich wie mixen soll. Weil ich kann, soll das ja nicht raten jetzt. Wo könnte ich eigentlich? Es sind nur ein paar Zutaten. Nehmen wir mal Apatit mit Heavy Water. Ah ja, chillig. Ah ja, da könnte das ja draufstehen, nicht dumm. Okay, H3O4P. Apatit Schwefelsäure. Gut zur Rost. Ah, dann können wir das Ding aufmachen. Weil das hat ja gerostet. Warte. Apatit und Schwefelsäure. Okay, was ist Schwefelsäure? Also Apatit kenne ich ja hier. Gut, dann ich glaube Orthoborsäure. Also Apatit. Und ups. Abstand, falls explodiert. Ah, okay, war falsch. Dann probieren wir Ammoniak. Bro, ich bräuchte meinen Chemielehrer, Digga. Komm her, Olli. Bitte. Oh nein, ich will die gar nicht nehmen. Oh. Uff. Ja, okay, jetzt ist sie weg. Ey, dann muss es ja Deuteriumoxid und Apatit sein. Oder müssen die auch im richtigen Ding da befüllt sein, wie da steht? Weil das wäre dumm. Hä? Bin ich dumm? Wir probieren nochmal das. Ich glaube, dass das Schwefelsäure. Dann probiere ich jetzt, wie das meinte. Propangas haben wir da ja gesehen. Wir machen es jetzt genau, wie die meinten. Also, hier muss Apatit, was ja Schwefelsäure sein sollte. Warum zerfetzt das? Ist das keine Schwefelsäure? Ich meine, das sollte dann da ja auch stehen, wenn das Schwefelsäure wäre. Muss ich die hier finden? Schrotflintenmunition 4, chillig. Vielleicht muss ich Schwefelsäure erst machen. Okay, dann brauchen wir Hart. Also, wir brauchen auf jeden Fall Säure. Und dann probieren wir Deuterium und danach nochmal Ammoniak. Das kann ja nicht Apatit noch dann damit sein. Okay, warum, hä? H3O4P. H3O4P. Die letzte Kombination, die wir noch nicht probiert haben, sind, obwohl, nee, Apatit und Ammoniak hatten wir ja. Dann Deuteriumoxid mit Ammoniak. Oh, Digga, ich muss hier halbe Chemieunterricht machen. Was ist das? Also Apatit haben wir. Schwefelsäure. Wo kriege ich Schwefelsäure her? Okay, vielleicht bin ich auch dumm und das ist einfach gar nicht hier. Ich gehe mich mal einfach umgucken.
die denken ja auch, ich gucke hier. Holy shit. Ja, schön. In the place of the books where green and white meet. Forward planning. Ja gut, dann haben wir es jetzt, weil wir haben auch noch einmal Apatit. So, einmal Apatit und einmal Schwefelsäure. Sehr schön. Dann haben wir das. Jetzt benutzen wir das hier. Ah, musste kurz wirken. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt den Strom anmachen. Was kann ich hiermit machen? Dampfkontrolle. Ich drehe mal in allem, was ich drehen kann. Hier ist nichts. Ich glaube, die brauchen jetzt mal Strom oder sowas. Dann gehen wir in diesen Raum und gucken, was der für Geheimnisse verbirgt. Wasser. Okay, für Dampf braucht man Wasser. Kohle. Okay. Und jetzt Dampfkontrolle. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Vielleicht muss ich die Kohle da erstmal reinkriegen oder so. Kohle. Ist hier noch was, was ich benutzen kann? Pistolenmunition. Ja, ich habe keine Pistole so. Aber danke, Spiel. Kann ich das schließen? Warum kann ich das schließen? Sollte ich das schließen wollen? Kommen noch mehr von diesen Robotern? Hallo? Kann ich die Maschine wieder ankloppen? Ich kann das Wasser nicht weiter aufdrehen. Safe irgendwas da oben mit der Kohle machen, glaube ich. Hallo? Kann ich bitte die Kohle, irgendwas mit der Kohle machen? Wo kriege ich die? Bei der Dampfkontrolle. Bis jetzt könnte Dampf durchgehen, aber es ist ja nichts warm. Heißt, es entsteht ja gar kein Dampf, weil wir haben zwar Kohle und Wasser, aber das muss ja auch noch erhitzt werden irgendwie. Okay, wir haben Wasser, wir haben Kohle. Wo erhitzen wir das? Wir brauchen irgendwas, was Feuer macht. Feuer, Feuer. Ah, Item aufgenommen. Tinderste. Oh mein Gott, okay. Ja, wir haben es. Ich hab's. Feuer war schon die richtige Idee. Okay, sehr gut. Jetzt sollte Dampf entstehen. Oh, fuck. Warum schießt das da durch? Jetzt dreht sich was und jetzt sollte ja Strom entstehen. Aua. Ich geh einfach. Nee, kein Bock. Tschüss. Wir sehen uns. Nicht, hoffentlich. Benutzen. Bye, bye. Der Fahrstuhl hat mich schon mal eine Etage höher gebracht. Ich sollte weiter durch die Gänge Richtung Oberfläche gehen. Es kann nicht mehr weit sein. Okay.